Hallo zusammen, mein Name ist Daniela Vogt, ich bin Professorin für soziale Arbeit und Autorin des Buches Soziale Arbeit für Dummies. Unser Thema heute: Was mache ich denn wirklich mit herausfordernden Klienten und was für Situationen sind das? Ganz häufig ist es so, in dem Studium ist die soziale Arbeit, nennen wir es mal, ein bisschen romantisiert. Und das ist auch so etwas, was sehr viel Platz in dem Buch einnimmt. Nämlich die Frage, ist soziale Arbeit wirklich so romantisch? Und was passiert denn mit den Situationen, die sehr herausfordernd sein können? Im Buch finden Sie zahlreiche Beispiele dafür. Was für Situationen gibt es? Wie kann es sein? Und wie gehe ich damit um? Eine ganz einfache Situation ist, Sie haben alles Mögliche mit dem Klienten, der Klientin geschafft. Der Weg ist schon gegangen. Er oder sie ist wieder in Arbeit. Nehmen wir mal an, die Schulden sind bereinigt. Also wir sind schon auf einem richtig guten Weg. Die Wohnung ist sicher und die Versorgung ist auch ebenso sichergestellt. Und alles läuft. Und eines Tages kommen Sie zu Ihrem Klienten, Ihrer Klientin. Und er oder sie ist nicht mehr zur Arbeit gegangen, hat vielleicht wieder Drogen genommen oder ist wieder in dies oder jenes Umfeld gekommen. Noch dramatischer natürlich, wenn da noch andere Beteiligte sind und sie merken, die Fahrt geht rückwärts. Sie haben ganz klar ihre ganze Arbeit, ihre Kraft darin investiert, um dann zu merken, okay, an dieser Stelle, wie gehe ich damit um? Und da haben wir in der sozialen Arbeit immer ein klitzekleine Herausforderung, nämlich die Frage, habe ich als Sozialarbeitender mein Bestes gegeben? Vielleicht sogar die Frage, habe ich etwas falsch gemacht? Und wie konnte das passieren? Schlimmstenfalls kann es sein, dass ihr Klient, ihre Klientin dann wieder drogenabhängig ist oder ins Milieu abrutscht oder den Kontakt mit ihnen völlig verweigert oder sie als Sozialarbeitende einfach sagt, du hast es falsch gemacht. Wie gehe ich mit sowas um? Soziale Arbeit hat ganz klar immer die Idee dahinter, wir gehen einen Schritt vor, aber wir gehen vielleicht auch einen wieder zurück. Soziale Arbeit ist ein Dauerlauf. Sie können davon ausgehen, dass Klienten, Klientinnen ungefähr die Hälfte der Zeit, die sie schon in ihrem Milieu verbracht haben, benötigen, um stabil einen neuen Weg zu finden. Sie begleiten, und da wird es spannend. Die Sozialarbeitenden bieten das Beratungsbündnis an. Das bedeutet, wir stehen links von der Wand und werden immer und immer wieder unserem Klienten, unserer Klientin Hilfe anbieten. Egal, ob sie sich ärgern, traurig sind oder verletzt sind. Sie sind der Professionelle oder die Professionelle. Erst wenn der Klient oder die Klientin das Beratungsbündnis aufkündigt, dann ist das Ganze vorbei. Wenn es aber nicht passiert, geht es darum, die eigenen Gefühle zwar zu haben, sie dürfen wütend sein, sie dürfen auch traurig sein und sie haben vielleicht auch keine Lust, angelogen zu werden. Aber das gilt es an anderer Stelle zu besprechen. Sie sind professionell, das heißt, sie sagen ihrem Klienten, ihrer Klientin, was sie da wahrnehmen und das bitte mit einer Ich-Botschaft. Und bieten das Beratungsbündnis auch bei Rückfällen, schwierigen Situationen immer wieder an. Und trauen Sie sich auch immer wieder zu fragen, was brauchst du? All das wird in dem Buch Soziale Arbeit für Dummies sehr umfangreich erklärt an Beispielen. Und für alle die, die es noch interessiert, was da vielleicht noch kommen kann, dort finden Sie Antworten und auch allerlei Situationsbeispiele.